Und damit sage ich so, hallo und alle, willkommen zu einer neuen Aufnahme von South Park, der Stab der Wahrheit. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wo ich stehen geblieben bin. Ist schon wieder ein, zwei Wochen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Bis dahin haben mein Parts noch gereicht. Deswegen müssen wir mal kurz gucken, wo wir waren. Ich weiß, dass ich ein paar Sachen hier reingelegt hatte. Aber eigentlich brauche ich nicht mehr an Ausrüstung. Alles, was ich jetzt gerade habe, würde ich sagen, reicht einfach mal. Das sind nur Nebenquests, die ich noch habe. Werden wir gleich mal wieder rausgehen. Schauen wir mal hier schnell. Sollten wir mal die Alien-Sonde anlegen, die ist nochmal ein Level höher und macht mehr Schaden. Gefertigt, um Aliens wichtige Daten zu liefern, mit 17 verschiedenen Vibrationseinstellungen. 48 bis 67 Schaden, dreimal. Damit gleich deutlich besser als unsere aktuelle Waffe. Und panzerbrechend, durchdringend 20 feindliche Rüstung. Hört sich noch besser an. Nehme ich mal mit, habe ich hier noch irgendwie einen Bogen. Ja, aber der ist schlechter, da ist der schon besser. Hier noch ein Stirnband vielleicht. Ja, der Alufolienhut. Hat auf jeden Fall mehr Rüstung. Hält die Aliens davon ab, in dein Gehirn einzudringen. Hält außerdem die Regierung, chinesische Hacker und den Hund, der dich anweist, Menschen umzubringen, draußen. Fügt selbst Rüstung hinzu und schwächt feindliche Angriffe und minus 25% Schaden erhalten von Aliens. Gut, ich nehme einfach mal das hier. So oft betäuben wir auch keinen Gegner. Schauen wir mal hier, aber es ist alles nur Level 4, da können wir die Waffe oder die Rüstung behalten. Und hier behalte ich das auch mal, was wir haben. Gut. Ja, so kann man rumlaufen. Ich hätte ja schon alles damals untersucht in den ersten Folgen. Das ist ja unser Starthaus. Gelten alter Baseballhandschuh. Hier war ich scheinbar noch nicht dran. Ich glaube, im Schlafzimmer war ich. Ne, da war ich scheinbar noch nicht. Erstens erkenne ich das nicht oder erkenne es nicht wieder. Und zweitens sehe ich, dass ich hier jetzt überall rangehen kann. Die Kacke, die gepinkelt hat. Zwei Haarbleche und zerknülltes Papier. Im Schlafzimmer von meinen Eltern war ich noch nie. Stimmt, das war damals abgeschlossen. Und hier so ein bisschen Geld. Und jetzt können wir scheinbar hier rein. So, Kleidungsfetzen. Schraubenzieher und Geld. Und ich habe nochmal ein bisschen, als ich meine Videos geschnitten habe, gesehen, ich habe ja noch so viele Sticker, oder ich weiß gar nicht, wie das wirklich hieß. Die können unsere Waffen ja auch noch alle verbessern. Hier war ich schon. Ist ja nichts geändert. Sonst habe ich auf dem Flur erstmal alles gemacht. Ich schaue noch einmal schnell hier runter. Meine Eltern sitzen da nicht. Sind sie wieder in der Küche? Good morning, Champ. Guten Morgen, Vater. Good morning. School's been canceled for a few days, sweetie. Go check it out on the news. Mach ich sofort. Schauen wir schnell hier durch. That's worse than before. You look like a girl. Sieht wie ein Mädchen aus? Naja. Looks like you have a couple days off school, honey. More time to meet some new friends in the neighborhood. Na gut. Aber die sagen, ich soll erstmal den Fernseher anmachen. Dann mache ich das nochmal. And that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. Tom, government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. They claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Thanks, midget, I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again soon. Alles klar. Gut, immer noch keine neue Quest, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus. Und schauen uns das vielleicht vom Nahen mal an. Oh my god! They came out of nowhere! There was a huge earthquake and then there was burning in my yard! It's horrible. You don't understand. The elves, they took the stick! And it's bullshit, because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars and we have to lay waste to their entire base! You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. Find the goth kids and give them this letter. Get them to join our kingdom and we shall lay waste to the drow elves once and for all! Fucking cheaters. Okay, wir haben einen Brief an die Goth Kids und neue Quest für eine neue Verbündete. Finde neue Verbündete. Um den Stab der Wahrheit zurückzuholen, musst du neue Verbündete rekrutieren, um eine Chance im Kampf zu haben. Geh ein Bündnis mit den Goths ein. Rekrutiere die Goth Kids. Begib dich zur Schule und spreche mit den Goth Kids. Das werde ich mal machen. Jetzt darf ich raus. Ach, Flicken und Aufsätze hießen die Dinger. Alles klar, Prinzessin Kenny. Komm mal wieder mit mir. Ich will mal kurz auf die Karte schauen. Aber hier drüben haben wir nichts an Quests. Hier wäre was. Ein Schweinebärmann. Und die Großwildjagd. Wollen wir die zwei Quests noch eben machen? Liegt eigentlich auf dem Weg. Und dann zur Schule. Komm, mach ich mal. Ich erstmal hier den Weg lang. Da ist die Aufgabe jetzt.
Ich glaube, ich kann hier lang. Theoretisch kann ich auch hier rein. Aber ich will nicht erstmal die ganzen oder neue Quests machen. Ich will erstmal die alten fertig machen. Hier ist ein Paket, aber es bringt uns nichts. Gehen wir in die Kanalisation mal rein. Jetzt können wir jetzt wissen auch, wozu diese Sonde hier da ist. Da können wir nicht rein. Jetzt wissen wir ja, wofür die Sonde benutzt werden kann. Nur mit teleportieren. Jetzt kommen wir auch hier rüber. Kini darf mit teleportiert werden. Und wir haben hier Valkyrie. Ist momentan noch gesperrt. Scheint wohl etwas Wertvolles zu sein. Das können wir kaputt machen. Alles klar. Ich überlege gerade, es war Schweinewehrmann, den wir machen müssen. Und noch die zwei Tiere oder so besiegen. Hier können wir rein. Geld, Kloppenscheiß und TV-Auszeichnung. Gut, die ist nur 70 Cent wert. Schauen wir mal, dass die hier unten liegt. Da oben blinkt das. Also werde ich mal sagen, wir können da reinschießen. Tatsächlich, es funktioniert. Oh. Okay, es pulsiert also nur. Können wir hier dran drehen. Jetzt hört das so scheinbar komplett aus. Genau. Du sagst es, Kenny. Sieht komisch aus, die Maschine hier. Oh. Jetzt hat mich so eine Ratte angegriffen. Da ich nicht geschlagen habe, darf sie den ersten Angriff machen. Das habe ich geblockt. Auch, jetzt haben wir kein Schild mehr. Aber allgemein haben wir 9 Rüstung, ist nicht viel. Immerhin etwas. Die Strahlenwaffe, die trifft auch mehrere Ziele, die hintereinander stehen, das weiß ich noch. Wieso funktioniert das denn jetzt schon wieder nicht? Kann ich das vielleicht nur gegen Aliens benutzen? Ich habe gerade mit links geklickt und es passiert nichts. Gut, mit Kenny funktioniert das ja. Kann ich die Ratten angreifen? Oh. Alien-Sonde. Mit der linken Maustaste habe ich gemacht, wenn sie blinkt. Ah, das ist diese Waffe jetzt. Aber die hat mich verklickt. Können wir uns gerne mal angucken. Erstmal schieße ich die ab. Damit hätten wir die Ratte schon mal besiegt. Jetzt kommt die kleine Ratte noch. Ach, mit der rechten Maustaste. Hm, macht auch schon gut Schaden. Dann kann ich nochmal finishen. Und das war auch mit der Ratte. Gut, Mission jetzt füllt. Ach so, jetzt weiß ich. Wir haben ja gerade hier das hier gemacht. Kehre zu Al Gore zurück und gib ihm die Defibrillator-Daten, die du gesammelt hast. Das habe ich, glaube ich, jetzt nicht gemacht, die Jimbo-Aufgabe. Nicht, dass ich wüsste. Nur eigentlich nicht. Denn wir haben den Defibrillator jetzt hier angebracht. Geld macht dran, Wirbelungstrank, Fellbüschel. Unser Inventar ist einfach zu leer. Da würde ich mal nicht rübergehen. Gehen wir mal hier lang. Das geht auch. Ekelhaft. Die Kacke, die ich hier kaputt schlage. Hier können wir ein Tor aufmachen. Da ist ein Frosch. Ein schönes Pokémon scheinbar. Genau, und hier können wir irgendwas machen mit so einem Puppenhaus. Down in the sewers these days. Who's at the door? Is that the guy with my pills? No, it's not anyone with pills for you, darling, okay? I called that motherfucker 3 hours ago. This is my lovely wife, Autumn. She celebrates Christmas with vodka and muscle relaxers. And here, every day is Christmas. Wait, where the fuck are my kids? What do you mean, where are the kids? You're supposed to be watching them out back, Autumn. No, they were being watched by the babysitter. Babysitter quit 4 months ago when you threw up on her. Don't you fucking yell at me! Don't you excuse us a minute. Don't you ever embarrass me in front of a stranger like you, George. You talk on him and you don't know where you can't go. Fuck you, they're your kids too, you piece of shit. No, fuck you, Adam. Fuck you. Howdy, how? Listen, I gotta get my wife some help. Could you go look for our children? I sure would make it worth your while. There's Simon, Amber, and Corn Wallace. Tell them their father wants them home right away.
Tja, die beiden sind auf jeden Fall sehr nett, sehr niedlich, wollte ich sagen. Sehr nett auch. So, wir haben noch die verlegten Kinder. Mr. Hankys Frau hat die Kinder verloren, suche in der Kanalisation nach ihnen. Ziele, durchsuche die Kanalisation nach Mr. Hankys verlorenen Sohn. Ach ne, verlorenen Haufen Simon, Cornwallis und Amber. Werde ich mal machen. Reizende Klumpenscheiße sind das auf jeden Fall. Finde Amber Hanky. Finde Cornwallis Hanky. Oh, da tut mir gerade nichts, aber doch, sie hat mich angegriffen. So, sie hat den ersten Schlag wieder. Dass diese kleinen Dinger mir auch schon einen Rüstungspunkt abziehen. Finde ich auch gemein. So. Deswegen müssen wir echt immer als erstes angreifen, weil seht ihr, wie viel TP Kenny schon verloren haben wieder. Theoretisch kann ich doch mal die Fähigkeit von Kenny nehmen. Die Pelzfreunde. Ratten gegen Ratten. Sollte eigentlich funktionieren, oder? Bin mal gespannt. Wir haben es geschafft, die abzuschütteln. Jupp, fast sind alle draufgegangen. Hier oben noch ein paar TP, aber... Ach, nur noch zwei. Und tschüss. Gut. Geld, Heiltrank, Fellbüschel. Nehmen wir mal mit. Okay, Ember haben wir schon mal gefunden. Jetzt müssen wir an sie rankommen. Ich gehe mal hier nach oben. Eine Möglichkeit sehe ich hier gerade nicht ranzukommen. Da können wir wahrscheinlich nicht lang, oder? Nee, da kommt man nicht lang. Ich werde tatsächlich mal hier hinten lang laufen. Können wir nicht hier hin? Kann sein, dass hier irgendwas Richtung versteckt ist, dass wir es nicht übersehen. Dreh das ab, jetzt können wir runter. Dann können wir Emma schon mal retten. Gut, Emma, ein neuer Freund von uns, oder eine neue Freundin von uns. Und haben wir die erste Aufgabe erfüllt. Jetzt haben wir das hintere Rohr zugedreht. Jetzt können wir hier langlaufen. Schon mal hier rein. Geld, Tempo, Tranken, Klumpen, Scheiße. Scheinbar dürfen wir jetzt nicht hier durch. Also gibt es irgendein anderes Rohr noch. Wahrscheinlich. Das sah so komisch aus, der Haufen hier alleine. Da steht doch jemand. Haben jetzt erst geschlagen, das ist gut. Aber es waren scheinbar zwei irgendwo. Okay, der 62 Rüstung. Die kriege ich gerade nicht. Dann müssen wir tatsächlich erstmal den stürmenden Bullen nehmen. Das war eine Rambole. Wo kann man Brecher? Irgendwie, ich glaube. Ah, ne, hier, der stürmende Bulle. Sorgt dafür, dass wir eben die halbe Rüstung machen. Das bedeutet 62, danach 31. Wäre besser, dann machen wir mehr Schaden bei ihm. Loslassen, sondern 31 Rüstung, hat schon ordentlich Schaden bekommen. Jetzt kann Kenny mal, naja, 31 glaube ich noch zu stark, kann Kenny mal auf die Ratten übergehen. Dann ist die erste Ratte schon mal weg. Und gesockt. Oh, ich dachte, der dritte nur dreimal. Bringt die Strahlenwaffe was? Ich teste es einfach mal aus. Ja, bringt doch ein bisschen Schaden. Puppe 31 Rüstung macht Kenny gar nicht so viel Schaden. Ich weiß nicht, ob es ja besser gewesen wäre, das mitzunehmen, aber Kenny hat ja doch gute. Oh, Kenny's down. Kenny hat ja doch gute Fähigkeiten, so hieß das Ding. So, Alien Sonic, probier es einfach mal aus. Ach nee, die Ratte ist noch davor. Sie war davor. So, jetzt können wir nämlich in der Alien-Sonne auf ihn gehen. Da er noch so viel Rüstung hat, müssen wir einen Machtangriff machen. Das weiß ich mittlerweile auch schon ein bisschen. Kenny ist wieder da. Kann mit dem Bogen aufgehen. Bisschen Schaden macht er ja dann. Heilt er sich wieder. Aber ich mache ihn trotzdem fertig. Oh, er hat wieder ganz viel Rüstung sich gerade. Aber es hat trotzdem geklappt.